Wisst ihr, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist? Ich bin erwachsen. Ich habe so eine Checkliste, die ich abhake. Also, zum einen, ich höre Gangsterrap, während ich die Spülmaschine einräume. Ich sage statt, fick dich, mal gucken. Ja, wie oft eure Eltern schon fick dich gesagt haben. Und zum Dritten, äh, ich habe geheiratet und mein Opa ruft an und ist völlig aus dem Häuschen. Er geht voll ab, oh mein Enkel, ich bin so stolz auf dich. Oh, das ist so eine schöne Tag. Du musst diesen Tag immer in deinem Herzen tragen und irgendwann, ein paar Jahre später, wirst du auf diesen Tag zurückblicken und merken, dass es der schönste Tag ist in deinem ganzen Leben. Ich sag Opa, ich heirate erst morgen. Ich weiß. Es ist sehr interessant, wie unterschiedlich Leute die Ehe definieren. Ja, mein Kumpel Viktor ist schon ewig verheiratet. Ich gehe zu ihm, ich sage, hey, hast du ein paar Tipps? Ich heirate und er so, ah, Nikita, also die Ehe, das ist im Grunde genommen ein bisschen wie Tetris spielen. Alles, was du richtig machst, verschwindet und was du falsch machst, stapelt sich. Ich habe meinen Onkel gefragt, was, was um was geht's in der Ehe, und er meint um Selbstliebe. Wenn du dich selbst liebst, läuft alles andere von allein. Ich sage ihm ernst. Nein, natürlich nicht. Nun, Junge, nur denk doch mit. Stell dir vor, die einzige Person, die dich liebt, bist du. Peinlich. Ich frage meinen Vater, was hältst du von der Ehe, und er sagt, ah, die Ehe, das ist was Schönes. Ich wüsste nicht, was ich machen würde ohne deine Mutter. Manchmal, wenn deine Mutter nicht zu Hause ist, dann hole ich meine Prostituierte ins Haus. Ich sage, ist dein Ernst? Ja, so, yeah. ich bitte sie mit mir einen Horrorfilm anzuschauen und dann schicke ich sie wieder nach Hause. Und meine Mutter hört das, kommt rein sagt, was redest du da? Bist du übergeschnappt? Und mein Vater sagt, weißt du wie gruselig das ist, diese Filme alleine zu gucken? Und meine Mutter meint dann, ja, genau das ist das Problem. Du sitzt den ganzen Tag nur noch vor dem Fernseher und schaust, wie diese hübsche junge Mädchen mit großen Siski rumrennen. Du hast früher so viel Sport gemacht. Geh doch mal wieder joggen. Und mein Vater so, ich jogge nicht mehr. Aber warum nicht? Weil ich dabei ständig mein Bier verschütte. <laughs> und meine Mutter sagt, wie, wie kann man nur den ganzen Tag zu Hause sitzen? Wie geht das? Und mein Vater so. Alle meine Sachen sind hier. Und ich hasse Menschen. Ah, du bist auch nicht besser. Äh? Du betest auch an diesen jungen Mann, diese, äh, wie heißt, äh, Jesus. Meine Mutter sagt, Jesus, das ist was anderes. Jesus ist heilig. Jesus kann auf dem Wasser laufen. Mein Vater sagt, das kann ich auch. Meine Mutter sagt, ah, dann zeig mal, brauche ich nicht. Es reicht, wenn du daran glaubst. meine Mutter, total beleidigt, geht in die Küche. Und es ist auch hier interessant, wie unterschiedlich Leute Beziehungskrach handeln. Ja, wenn Viktor Krach hat mit seiner Frau, kommt er zu mir. Der pennt bei mir, bis sie abkühlt. Und einmal war er drei Wochen bei mir. Ich sage, Viktor, geh nach Hause zu deiner Frau. Ich kann nicht. Nein, du musst. Du musst gehen. Nein, ich will nicht. Sag ihr irgendwas Nettes. Ich habe das noch nie gemacht. Egal. Wenn sie sieht, dass du dir Mühe gibst, freut sie sich. Also geht er zu ihr. Und sagt, mein Schatz, ich würde am liebsten mit einem großen Felsen gegen deinen Kopf schlagen, damit du endlich begreifst, wie viel Schmerzen mir meine Sehnsucht zu dir bereitet. <laughs> Russische Romantik, was willst du machen? <laughs> Wenn meine Eltern sich beefen, immer gleich. Meine Mutter ist in der Kirche, mein Vater kommt rein und sagt, ey, sieh, sie, ha, ah, liebst du mich noch? Aha. Du sagst mir aber bitte, wenn du mich nicht mehr liebst, ja, ich merke sowas nicht. Und dann sagt sie, geh in den Keller, hol Flasche Wein. Und mein Vater kommt zu mir und sagt, Junge, du musst gehen. Die Diskussion mit deiner Mutter wird jetzt fortgesetzt mit Flasche Wein. Und ich denke, du möchtest nicht sehen, wie dein Vater diese Diskussion verliert. Ich sage, woher willst du wissen, dass du verlierst? Und er sagt, eine nackte Frau hat immer recht. Ich sage, hör auf, hör auf, hör auf, diese Bilder in meinen Kopf zu pflanzen. Hör auf. Mal gucken. Dankeschön. Also das war's. Wenn du hattest Spaß, drückst du auf Glocke, kommentierst, machst Abo. Auf Wiedersehen.